zusammen. Heute geht es mal um die Empisalen. Und zwar möchte ich euch zeigen, wie die Empisal Frottee stricken kann und was ihr dafür in DK einstellen müsst, um eine Bemusterung zu erreichen. Ich werde jetzt also erstmal ein Muster laden. Ich gehe also jetzt hier auf Öffnen. Natürlich könnt ihr jederzeit auch andere nehmen, aber ich nehme jetzt einfach mal von der Empisal ein Muster. Da sehe ich zum Beispiel dieses hier. Dann nehme ich also dieses Motiv. Für alle, die nicht interaktiv stricken, ist es egal. Da kann also auch es so in diesem Farbbereich bleiben. Dieses bedeutet natürlich für DK, es werden in zwei Farben gestrickt. Grundsätzlich stellt DK das jetzt hier als Fair Isle ein, weil es sind zwei Farben. Möchte ich jetzt aber praktisch Löcher stricken, dann weiß DK das natürlich nicht und würde ich jetzt ins interaktive Stricken gehen, ich werde mir diesen mal eben abspeichern, würde ich jetzt hier ins interaktive Stricken gehen, dann sagt er mir nun an, dass ich hier ein Norweger Muster stricke und zeigt mir auch ständig an, welche Farben wir wechseln sollen, denn DK weiß nicht, dass wir daraus ein Spitzenmuster machen wollen. Das ist für alle, die nicht mit interaktiv stricken, überhaupt kein Problem. Sie können das so lassen, weil im Endeffekt der Schlitten oder das Schloss die Einstellung übernimmt. Also am Schloss stellt ihr nun ein, ob ihr da ein Spitzenmuster wollt, ob ihr Norweger stricken wollt oder eben halt Fangmuster etc. Deswegen spielt das keine Rolle. Solltet ihr aber übers interaktive Stricken fahren, also stricken, dann würdet ihr jetzt hier auf die Ampel klicken, dann würde er losgehen und er würde euch ständig hier diesen Farbwechsel anzeigen, würde euch eben immer führen und das finde ich persönlich sehr irreführend und darum mache ich grundsätzlich diesen Symboltausch und der geht relativ einfach. Ich finde hier den Symbolorganizer. Grundsätzlich ist rechts-links immer drin, weil rechts-links haben wir ja, egal was wir stricken. Wir haben immer eine rechte und eine linke Seite. Darum kann man auch diese nicht löschen. Ich hätte jetzt hier das Symbol für Fangmuster, was mich jetzt nicht interessiert. Mich interessiert das Spitzensymbol. Das ziehe ich jetzt hier also rein. Das ist dieses. Und mich interessiert das Vorlegemuster. Die beiden brauche ich jetzt. Jetzt sage ich okay und habe das jetzt hier zur Verfügung. Bevor ich jetzt hier reinklicke und das hier mit dem Stift einzeln alles male, gehe ich folgenden Weg. Das Graue hier möchte ich ja weghaben, also kriegt das die rechte Maustaste. Ich möchte dafür dieses Spitzensymbol und das bekommt die linke Maustaste. Und jetzt gehe ich einfach auf Ersetzen. Und ihr seht, jetzt habe ich hier mein Spitzenmuster. Ich kann das jetzt mal ausblenden. Ich kann das Ganze jetzt abspeichern und wenn ich nun ins interaktive Stricken gehe, dann wird mir jetzt auch wirklich das Spitzenmuster angezeigt und vor allen Dingen, er sagt jetzt auch, welchen Schlitten er braucht. In unserem Falle, da wir mit Empisal stricken, brauchen wir jetzt diesen Schlitten nicht, sondern Empisal hat eine Möglichkeit, über den Frottee-Schlitten diese Spitzenmuster zu stricken. Und das wollen wir jetzt gemeinsam mal machen. Ich gehe jetzt also hier mal eben wieder zurück und jetzt schaue ich mir mal einfach an, indem ich die Motive verdoppel. So würde also mein gestricktes praktisch aussehen. Da ich das jetzt abgespeichert habe, kann ich das jetzt über das interaktive Stricken verfolgen. Und ich zeige euch gleich im Video, wie wir mit der Empisal Frottee stricken. Tschüss, bis gleich. Frottee stricken mit der Empisal. Wenn man hier schaut, ist das hier ein Frottee-Schlitten und der hat eine Metallnase dran. Die braucht man immer, wenn man reines Frottee-Stricken macht, mit oder ohne Bemusterung. Und dann kann man aber auch noch Lochmuster stricken, also Feinspitze stricken. Und dann braucht man eben halt diese Nase nicht.
dann kann man den Schlitten ohne den benutzen. Wie das jetzt geht, das zeige ich euch gleich. Die Empisalmaschine kann mit DK nur über den Schlitten arbeiten. Bedeutet, sie hat zwar einen Computer, ein Lesegerät, aber dieses ist inständig für sich, also ist ohne Download. Darum geht der Download direkt in das Schloss durch dieses Kabel. Dieses Kabel ist verbunden mit dieser Box. Wir sehen einmal ein rotes und ein grünes Licht. Das grüne Licht zeigt einfach nur, dass Strom da ist, und das rote Licht zeigt jede Reihe an, die gestrickt wird. Und dafür braucht es diese Musterbegrenzer, die hier zu verschieben sind. Das heißt, wenn ich jetzt über 20 Maschen stricke, soll das auch bei 20 hin. Sollte man innerhalb eines Gestrickes mal die Maschen erweitern oder verkürzen, wie das zum Beispiel bei Ärmeln der Fall ist, man strickt bei Ärmeln jetzt ein Muster, gerade so Jacquard, dann gibt praktisch die K an, wenn ich zu Anfang praktisch über 60 Maschen stricke, dann gibt die K 60 an, und jetzt soll man praktisch von Anfang an bis nach oben über 60 Maschen stricken. Das aber ist ganz schön blöd, weil wenn ich jetzt nur 40 Maschen oder 20, 30 Maschen für den Anschlag fürs Bündchen habe, dann vergesse ich, über die 6 hinauszufahren. Und wenn ich das nicht mache, dann tilt DK. Darum soll man Folgendes machen. Angenommen, ihr strickt zu Anfang über eine Breite von 20 mal 20, dann stellt ihr das so ein. Und wenn ihr jetzt immer mehr erweitern müsst, dann ist eins nur wichtig. Ihr müsst dann immer entgegengesetzt vom Schloss Schlitten verschieben. Bedeutet, ich stehe jetzt links, ich kann also rechts den auf 60 oder 50 oder wohin ich will verschieben, fahre jetzt einmal mit dem Schlitten drüber und kann dann auf der linken Seite verschieben. Entweder nach außen oder natürlich nach innen. Wenn ich Maschen verringern will, nach innen, will ich sie vergrößern, gehe ich nach außen. Und ich würde immer empfehlen, immer über diese hinüber zu fahren und einen Augenblick zu warten. Natürlich nicht lange, aber sobald man immer so fährt, kann es euch leicht passieren, dass ihr eben nicht drüber gefahren seid und dass diese Verbindung, das ist ja anders, als wenn es gedownloadet ist, dass diese Verbindung nicht schnell genug vom Kabel zum PC funktioniert. So, nun beginnen wir aber mit dem Spitzenmuster. Da ich mit Doppelbett stricke, gehe ich auf H5. Ich habe jetzt 20 Maschen Vorder- und Hauptbett eingestellt, die Musterbegrenzer auf 20 und mein Schlitten steht links. Die Einstellung am Schlitten mache ich extra groß, und zwar oben, weil ich mit Baumwolle stricke. Übrigens ist das Baumwolle 550 Meter bei 100 Gramm, ist also Nadelstärke 2 bis 2,5. Und ich stelle jetzt hier das Hauptbett auf 8, Maschenweite 8, und ich stelle das untere auf Maschenweite 10. Wir bleiben beide Einsen, beide Nadelrückhöhe Hohula auf 2, und hier oben bleibt das jetzt alles erstmal auf 0. Ich habe jetzt die Baumwolle eingefädelt und schiebe jetzt einmal den Schlitten von links nach rechts rüber, sodass jetzt alle Maschen belegt sind. Der Kamm ist eingehängt. Und wenn ihr jetzt hier schaut, dann ist hier die Nadel vom Hauptbett, und genau da muss vom Kamm die Zacke rein. Also immer mit der Nadel vom Hauptbett, da muss jetzt der Kamm eingehängt werden, damit nicht nachher euch die gesamte Schose runterrauscht. Der Schlitten wird auf S gestellt. So, und nun benutze ich den Frotteeschlitten. Dieser Frotteeschlitten
wird hier in das Nadelbett eingehängt. Man sieht, hier ist so eine Federung und hinten in die Schiene gehakt, sodass er hier fährt. Nun wird einmal von rechts rüber, jetzt gehen alle Nadeln in C-Position und ein zweites Mal und alle Nadeln werden abgeschmissen. Und ich stricke jetzt mit dem Schlitten drei rein. Einmal rechts rüber, ein zweites Mal und ein drittes Mal. Mein Schlitten steht jetzt links und ich gehe wieder, jetzt brauche ich übrigens nur, weil ich ja ein Spitzenmuster stricke, ohne diese Federung. Und jetzt wird das einfach nur hier aufs Haupt, also aufs untere Bett gestickt und einmal werden die Nadeln in C-Position geschoben. Ich stricke einmal rüber und wieder werden die Nadeln in C-Position geschoben. Und ich stricke einmal rüber. So sieht das Ganze jetzt erstmal aus. Und damit ich beim rechtsgestrickten nachher nicht nur Schlaufen habe, sondern auch eine Naht legen kann, nehme ich jetzt an jeder Seite Nadeln weg. Das kann oder können bis zu 5 Nadeln sein. Das kann jeder entscheiden. Ich entscheide mich für 3 Nadeln pro Seite, die ich jetzt wegmache. Dafür lasse ich einfach diese Maschen rausfallen. Ich ziehe sie einfach nur raus. Einmal. So, jetzt habe ich hier oben weniger. Ich kann hier Ganze auch mal ziehen, dass es etwas weiter runterkommt. Und somit ist es nun vorbereitet. Jetzt schalte ich die Ampel an. Mir wird jetzt nochmal gesagt, dass ich 20 Nadeln je Seite anschlagen soll, Reihenzähler auf 0 und ich bestätige mit OK. Es wird angezeigt, dass das Kabel gefunden wird. Nochmal, dass ich diese beiden Musterbegrenzer links und rechts jeweils setzen soll und ich sage OK, das Muster wurde geladen. Und nun wird Reihe für Reihe an den Schlitten übertragen. Bevor ich jetzt mit dem Übertragen von dem Muster beginne, muss ich noch einmal auf dem Doppelbett die Nadeln in C-Position bringen und noch einmal den Schlitten auf die rechte Seite bringen, da mein Programm so eingestellt ist, dass das Schlitten von rechts bemustert. Jetzt muss ich wieder die Nadeln in C bringen und ab jetzt kann ich mit DK bemustern. Wir sehen die Box jetzt grün blinken und wenn wir eine Reihe rüberfahren, dann erscheint das rote, dass die Reihe erkannt wurde. Die Bemusterung beginnt. Ich fahre jetzt einmal rüber und er hat, man sieht es schon an den Löchern hier, er hat schon die Bemusterung begonnen. Und nun muss ich nochmal wieder mit dem Frotteschlitten fahren und zwar jetzt zweimal. Bedeutet, jetzt fahre ich einmal über das Hauptbett, dass die Nadeln in C-Position sind und einmal, um alles abzuwerfen. Dann muss ich noch die Nadeln hier in C bringen und nun kann ich wieder eine Reihe rüber stricken. Jetzt seht ihr schon die Bemusterung, da sind die Löcher. Und ich muss wieder die Nadeln in C und stricke ein zweites Mal rüber. Und jetzt kommt wieder der Moment, wo ich nach C fahre, hoch ist sie, nach C fahre und abwerfe. Da sind sie abgeworfen. Jetzt kommt wieder in C und einmal rüber. Wieder in C, einmal rüberfahren. Jetzt kommt wieder hier, einmal rüberfahren. Irgendwie hakt er hier. Die eine Nadel will nicht. Die scheint sich da immer vorzudrängen. Und dann wieder zurück. Dann kommt hier unten wieder und drüberfahren.
diesen Seiten. Ja, hier ist eine Nadel nicht in Ordnung. Die rutscht irgendwie immer wieder vor. Und in C. Und in C. Und wieder hier. Und in C. Und rüberfahren. C. Rüberfahren. So, jetzt habe ich schon 11 Reihen. Jetzt werde ich euch mal zeigen, wie das am PC aussieht. Ihr könnt jetzt sehen, ich habe 21 Reihen gestrickt. Das wird hier links angezeigt. 22. Reihe ist die nächste, die kommt. 9 Reihen bleiben wir noch, bis ich ganz oben bin. Ich habe 30 Reihen eingegeben. Und ihr seht, der Schlitten steht jetzt links und ihr seht hier unten, in welcher Reihe er sich gerade befindet. So, da könnt ihr hinten mal jetzt den Übertrager beobachten, wie er also praktisch immer wieder selber, jetzt seht ihr rot, jetzt ist wieder grün. Und jetzt kommt wieder rot. So zeigt er sich also immer an. Und jetzt habe ich noch 4 Reihen und dann bin ich durch. Mal zurück. Fertig. Und fertig. Letzte Reihe.